Hallo wieder mal, schön, dass du zu deinem Lieblingsfäßler reinschaust. Wir sind wieder dort beim, war immer noch dort bei Fredshed, den wir leider in einem Schwertkampf erledigen müssen. Ich wollte nach oben gehen, fällt mir gerade ein. Hä? Doch, okay. Komisch. Ich höre die ganze Zeit Herz klopfen. Ach, da drüben Rune. Und da unten ist eine Rune. Und da bin ich vorbeigegangen. Ja, die Rune ist sogar drüben. Der ist ziemlich rastlos, oder? Kommst du mir sofort. Aber egal, den machen wir anders mal. Das ist Bradshaw, den wir da unten gestapelt haben. Das ist ja so ein Lautsprecher, oder? Das würde mich gerade mal interessieren. Na, passiert nichts. Schnell hat man gekonnt durch. Okay. Im Waffenstockwerk ist jetzt in die eine. Ach, die ist eh da drin. Wieso habe ich die nicht gesehen? Ach, im See. Ach, okay. Logisch. Hätten wir ja gleich kommen können. Warte mal, es liegt in den Gemälden. Also wir haben im letzten Bad, haben wir da einen Tipp gekriegt. Wir haben noch einen Walfänger, der ankert. Die Dybia, kann man das irgendwie anschauen? Ach, da ist eine 7 drauf. Aber da ist keine Zahl wohl. Schauen wir uns mal die Gemälde an. Der Tipp war, es fängt in den geschäftigen Straßen an, geht dann weiter zu. Das ist jetzt der Weg dann. Geht dann weiter zum. Der Walfänger, obwohl es aber eher noch ein Kriegsschiff ausschaut. Und endet im Schlachthaus. Das ist das W-Schlachthaus. Das ist Nummer 3. Also 7-3 sind die letzten Zahlen. Fehlt mir noch was. Da ist ein M, kann man es mitnehmen? Ja, wieder gut Geld verdient. Es beginnt in den Straßen, in den geschäftigen Straßen. Ach, wir sind ja noch ein Stockwerk zu hoch. Sonst gibt es da eh nichts zu looten. Kann man das aufmachen? Oh, was bist du? Sextant. Ah, wieder ein Hunderter. Der junge Prinz von Tybia, ist mir egal. Das ist wenigstens wieder mal ein richtig guter Hinweis gewesen. Da muss ich da die Bilder anschauen. Kriegsmedaille, nehme ich auch gern mit. Der hat richtig wertvolle Socken. Da, also gut, 4, 7, 3. 4, 7, 3, 4, 7, 3. Noch was? So. Ich hatte eigentlich das komische Grunzen auf. Da. Ja. Cool, Goldbahn. Aber ja, jeweils ein Hunderter. Oh, gleich viel ruhiger. Das ging mir schon richtig auf die Nerven. Aber gut. Dann schauen wir doch jetzt mal zum Nachbar.
Das Gebäude wird vermietet, unten sogar verkauft. Entschuldigung, ich bin gerade neugierig, was die Personen da so machen. Wer das so ist, was deren Geschichte ist, ich finde das extrem interessant. Falls es euch stört, schreibt es ruhig in die Kommentare, dann werde ich mich wahrscheinlich dran halten. Irgendwer schreit. Leider nur leise, ihr kriegt das kaum mit. Wo ist der eine Typ? Ich muss hier das wieder weg. Jetzt bin ich glaube ich zu nahe dran, oder? Da klingt doch eher noch an. Klingt doch eher sympathisch. Warum? Ich kann nicht sehen. Wahnsinniger Überlebender. Ach. Schaut. Erster Tagebucheintrag, den lesen wir mal an. 19. Tag, Monat der Saat. Saat, das ist glaube ich Frühling, Frühjahr, so kurz bevor Keimen anfängt. Keine Ahnung. Was soll ich tun? Sie ist weg und hat ihre Sachen mitgenommen. Zurück zu ihrer Familie, als wenn das helfen würde. Die Seuche wird uns alle holen. Optimist. 3. Tag, Monat der Netze. Das ist glaube ich Sommer. Was sind wohl Wolfgang ist. Mir wurde Arbeit auf einem der Walfänger angeboten. Endlich kann ich von hier verschwinden. Eines Tages werde ich mir ein Haus in Dybia suchen, im Norden. Die Winter sind dort kalt, keine Ratten, keine Seuche. 28. Tag, Monat der Netze, also gleicher Monat. Am letzten Tag des Monats hat sich mein Glück gewendet. Ich habe etwas gefunden, glänzend, glänzend und alt. Sieht nach einem Walknochen aus, der einen Glück bringen soll. Ah, er hat die Rune gefunden. Daraufhin ist er durchgedreht. Ja, er ist durchgedreht. Überall wächst halt ein Mann aus. Also, definitiv nicht einflussreich. Flüsse ändern über viele Zeitalter ihren Lauf, bis eines Tages alle Brücken einstürzen. Vor 1000 Jahren stand an dieser Stelle eine andere Stadt. Ihre Bewohner schnitzten Runen aus Walknochen und ritzten mein Zeichen hinein. Kinder finden sie noch heute angeschwemmt am Fluss. Anton Sokolov hat meine Runen eingehend studiert. Doch ihm fehlen deine Begabungen. Er war weder auserwählt, noch trug er mein Zeichen. Und so bleiben ihm ihre Bedeutungen verborgen. Sokolov glaubt, mein Erscheinen vor ihm mit speziellen Worten und Handlungen erzwingen zu können. Er durchsucht alte Tempel in Pandissien und Kellergewölbe im überschwemmten Bezirk und führt grausame Rituale unter der alten Abtei durch. Aber wenn er mich wirklich treffen will, sollte er versuchen, etwas interessanter zu werden. Okay. Hat der so ein... Ich meine, okay, er ist ja alles. Das haben wir ja schon im... Ich glaube, im zweiten Part oder so erfahrt man das ja. Naja, ich finde ihn unsympathisch. Und er ist leicht narzisstisch veranlagt, also so selbstgefällig, selbstzufrieden. Schwer zum Sorgen, irgendwie unsympathisch. So. 18. Tag, Monat des Regens. Entschuldigung, ich habe mich gerade verschluckt. Mein Cousin war da und wir haben darum gekämpft. Als ich ins Zimmer kam, hielt er es fest umklammert. Ich schrie ihn an und wir begannen darum zu kämpfen.
Jetzt bin ich von Reue erfüllt. Ja, aus dem. Es ist vielleicht der andere, der am Boden liegt. Er sitzt immer noch in der. Ja, gegenüber der Kerzen. Er war ein Dieb. Ich frage mich, wie er davon wissen konnte. Zum Abendessen zu kommen, muss ein Trick gewesen sein. Vielleicht hat er es anderen erzählt. Habe den Flur verbarrikadiert. Jetzt ist alles sicher. Ja, deswegen komme ich nicht durch die Tür durch. Nee, Blödsinn. Das war eine andere Tür. Die Wachen kamen und hat Leute mitgenommen. Ein Nachbar, jemand im Gebäude hat die Seuche. Jetzt weg. Es verspricht mich zu beschützen. Jede Nacht verspricht es das. Ja. Klassisch verrückt. Da fällt mir ein, wir müssen ja noch auf die andere Seite von. Ach, das war ja nicht da. Das war ja im anderen Kartenabschnitt. Warte mal, das ist dort drüben. Dann gehen wir lieber außen herum. Ich möchte da jetzt nicht runterfallen. Muss ich auch nicht. Ein Tisch. Eine Klimaanlage und mit einem Doppelsprung sind wir sowieso extrem flexibel. Ich will mal das Herz folgen, aber ich glaube, da ist sonst nichts mehr. Na, nur Zugbrücke. Soll ich mal kurz runterschauen? Ich schau mal kurz runter, ob es was zum Looten gibt. Wieder Federn. Eine Birne. Oh, eine Leiche. Das Zeichen kenne ich doch. Ich habe versucht, so ein bisschen Dead Space mäßig die vielleicht noch zu zerstücken, weil irgendwie denke ich, die könnte genauso gut aufstehen. Aber ne, Blödsinn, die Weiner, die sind ja schon stark infiziert, aber sie leben ja noch. Oder? Habe ich es irgendwie falsch verstanden? Ich verstehe auch noch immer nicht, was es bringt, dass wir so viele Leichen finden. Oder dass mitgezählt wird, wie viele Leichen wir sehen. Also wird da hinten wahrscheinlich dann der Punkt sein, wo ich flüchten kann. Der ist erstochen worden. Es gab Zeit, ihn davon zu sagen, er soll sich umsehen. Genau, sich umsehen bedeutet, die Wachen auszuspähen und dann die Inter 20 zu werden. Yeah. Da kann sie nicht abschrecken. Die Wachen also. Man sieht sich vorher um, damit man nicht in einer Zelle landet. Alec hat das genau. Okay, wir haben einen Missionshinweis. Krieg. Verstehe ich gerade nicht. Ich werde dann versuchen, den Hund mal zu befehligen. Also, jetzt schauen wir uns den Missionshinweis an. Einige Männer merken an, dass einer ihrer Freunde von der Stadtwache gefasst wurde und in einer Zelle in der Nähe gefangen gehalten wird. Okay. Sollten wir ihn befreien? Wir haben die Blitzmasken gesehen. Die sind immer noch da. Ganz toll, die Masken sind immer noch da, falls wir losrennen und uns umbringen. Okay, das war nichts. Da raus oder nicht? Früher oder später sicher. Er ist der Einzige, der über die Perlen Bescheid weiß. Lassen wir noch etwas in seinen Zellen spuren, dann ist der nächste Mal vorsichtiger. Was geht jetzt? Verdammt, das war so Tesla-Spuren. Jetzt? Was? Okay. Jetzt? Was gesehen? Was ist denn das? Kartenspielergeheimnis.
Bitte, dann hast du die 5 Münzen. Okay, also Ergebnis, nicht Geheimnis. Kabelwerkzeug, das wollte ich gut verwenden. Ich weiß nicht, ob ich mich dahin teleportieren kann. Und wieso habe ich auf einmal so wenig Energie? Ich habe doch nie gekämpft. Oder hat mich da die eine Britzellaterne da schon getroffen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Wünscht mir Glück. Ja, das war die. Ja, hallo? Ach so, ich bin da runtergekullert. Okay, das war die Britzellaterne, die komische Dieselspule. Probieren wir es nochmal. Gleich auf die Schnelle. Da unten vielleicht durch. Wer bist du? Sein Vater war einer der Ersten, die an der Seuche gestorben sind. Ach, das sind eh Zivilisten. Uli Hühnes, na wer ist da? Otfried Fischer, keine Ahnung. Ich hoffe, sie sind so mitgenommen. Das sind irgendwie alles so düstere Gestalten da, oder? Da unten gibt's Rotten. Das ist zugeschweißt. Wo könnte das andere Gefängnis sein? Wir gehen da unten herum, auf die andere Seite rüber. Ja, irgendwie so. Dum, 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 dum. Ach. Vergiss, wie es geht. Dieses Problem, wenn man nicht alles immer wieder mal einsetzt, dann vergisst man wirklich, wie die Sachen gehen. Ins Wasser gehe ich sicher nicht. Das ist auch so ein bisschen Assassin's Creed. Da steht mal, ich wollte da rauf, wo man eigentlich nicht hin will. Ich weiß leider nicht, wo da irgendwo eine Zelle sein soll. Da hinten kann ich es mir eher noch vorstellen. Nur irgendwie die alte Leier, wie kommen wir da rüber? Weil das ist. Verdammt. Ja, spring doch mal rein. Übrigens gibt es da keine Fische. Ich muss oben herumgehen. Das ist, glaube ich, die Batterie oder so, oder die Steuerung für die komische Gesellschaft. Kannst du heute dein Essen mit mir teilen? Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Der Dialog hat sich gerade ganz gut. Dann bist du.
Ach verdammt, ich werde doch wieder. Ja, alter Schwede, was war denn das jetzt? Also die Hund, den Hund habe ich jetzt nicht gesehen. Verdammter Hund. Also ich muss es irgendwie anders machen. Ich muss das irgendwie anders machen. Warte, wir schauen mal, was wir für Knochenartefakte noch gekriegt haben. Vielleicht hilft uns da irgendwas. Oder unterstützt uns wenigstens irgendwie. Wo ist eigentlich der Hund da hin? Dackel. Dackel. Egal, noch ein Artefakt. Brust, Rache. Kann man das noch dazu? Kann man noch eins? Ja, machen wir so. Okay, mehr Knochenartefakte können wir eh nicht ausrüsten. Die eine Taser-Spule, die macht richtig massenhaft Schaden, die hat eine super große Reichweite. Es würde mich noch interessieren, wo das Gefängnis ist. Das war der Hund. Hoppala. Vorschalttastenkombi. Au. Das war... Keine Ahnung, ich bin jetzt gerade total aus dem Rhythmus. Es funktioniert gerade nicht. Was wie? Wieso wissen die jetzt schon, dass ich da bin? Oder vielleicht, weil ich schon mal getroffen worden bin von der. Naja. Ah ja, das muss ich auch noch mitnehmen. Knochenartefakt wieder ausrüsten. Was wäre, wenn ich da außen runter gehe? Aber da wieder hoch. Wird das gehen? Mit oben? Nee, keine Chance. Was? Was war das? Was war das? Das mich verhört hat. Ah, okay, das sind gerade abgelenkt. Hä?
Okay. Ah, diese Beschiss. Probier es ruhig noch mal. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist. Verdammt. Dass es da oben auch noch so Tesla Spulen steht, hätte ich jetzt nicht gedacht. Boah, das hätte... Wie oft bin ich da jetzt draufgegangen? Dreimal? Viermal? Das muss man doch nochmal anschauen. Das war ja wirklich schlecht. Ich mache eine kurze Pause. Und werde es dann später nochmal probieren. Na gut. Aber so oder so ist es für die der nächste Part. Also dann, bis bald. Tschüss.